Die ADG auf Schloss Montabaur. Die ADG hat Vorstände und Führungskräfte aus Genossenschaftsbanken eingeladen, aktiv einen neuen Innovationsansatz kennenzulernen. Inhalte dieser ersten Durchführung waren Fragen, wie die ADG durch Erstellung von neuen Dienstleistungen die Banken systematisch unterstützen kann, noch erfolgreicher zu werden. Blue Ocean Strategie heißt diese innovative Methodik, mit deren Hilfe frühzeitig neue, unberührte Wachstumsfelder identifiziert und erschlossen werden können. Im Bankensektor werden insbesondere vor den derzeitigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und weiteren regulatorischen Anforderungen an Genossenschaftsbanken Innovationen dringend notwendig sein. Nur durch diese Geschäftsinnovationen können die Kreditinstitute ihre Zukunftsfähigkeit ausbauen, wie ADG-Vorstand Arno Marx erläutert. Ausgangspunkt dieser Überlegung zu dem Thema Blue Ocean war im letzten Jahr, dass wir uns sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt haben, wie wird sich eigentlich das Marktumfeld unserer Kunden in den nächsten Jahren entwickeln. Und wir sehen eben, dass es auf der einen Seite Stand heute eben ein länger anhaltendes, niedriges Zinsniveau und das wird mit Sicherheit die Ertragslage unserer Kunden in den nächsten Jahren erheblich unter Druck bringen. Und wir sind einfach zutiefst der Überzeugung, dass es in so einem Marktumfeld eben nicht nur ausreicht, die Kosten zu optimieren und immer mehr vom Gleichen zu machen, sondern dass man sehr gut beraten ist, sich eben frühzeitig auch mit der Frage auseinanderzusetzen, wo entstehen eigentlich neue Märkte, wo gibt es eigentlich Chancen für innovative Wachstumsfelder, wo gibt es Chancen für neue Produkte und Dienstleistungen. Und genau da setzt der Blue Ocean Ansatz an. Wir haben aus dem klassischen Blue Ocean Ansatz eben einen genossenschaftsspezifischen Blue Ocean Ansatz gemacht, genossenschaftsspezifisch in zweierlei Hinsicht, wenn Sie so wollen. Auf der einen Seite haben wir unser gesamtes Know-how eingebracht über diese Organisation, über die Strukturen, über die Werte, aber insbesondere auch über die Herausforderungen dieser Organisation. Und das zweite genossenschaftsspezifische an unserem Blue Ocean Ansatz ist eben der, dass wir sagen, wir vernetzen eben auch die kreativen Köpfe im Rahmen eines offenen Blue Ocean Programms, sodass wir eben verschiedene kreative Köpfe aus unterschiedlichen Regionen, aus unterschiedlichen Banken hier eben zusammenbringen und damit glauben wir eben für unsere Kunden einen hohen Mehrwert zu stiften. Die Firma Blue Ocean Strategy Partners GmbH unterstützt die ADG, den Innovationsprozess innerhalb der Akademie voranzutreiben. Was bisher geschah und welche Ziele die Blue Ocean Konzeptmesse verfolgt, erläutert Theo M. Schlaghecken. Die ADG befindet sich in einem Innovationsprozess und wir befinden uns jetzt ungefähr auf guter Hälfte des Prozesses. Was wir bisher gemacht haben, sind etwa 130 Ideen entwickelt und von den 130 Ideen haben wir die 10 besten Konzepte herausgefiltert sozusagen und aufbereitet in Präsentationen. Und diese Veranstaltung selber zeigt, wie kundenzentriert dieses Projekt auch ist. Denn schon auf der Hälfte, also bevor diese Konzepte überhaupt fertig sind, es sind Prototypen, werden diese Konzepte schon der Zielgruppe präsentiert. Wir holen ihre Meinung ein, wir fragen, ob sie es gut finden oder nicht gut finden, was man noch verbessern kann, um ein möglichst kundengerechtes Konzept, ein möglichst kundengerechtes Angebot nachher hinzubekommen. Also am spannendsten von den 10 vorgestellten Konzepten fand ich die ADG Transferveranstaltung. Das folgt einfach meiner praktischen Erfahrung, dass in den Seminaren sehr viel an Wissen vermittelt wird, aber es in den Häusern dann und wann scheitert an der konkreten Umsetzung. Ich finde es sehr spannend, dass es zu einer Vernetzung kommt aus Seminarinhalten, aus dem Transfer in der Praxis und schlussendlich auch einem gemeinsamen Nachhalten, um so ganz evolutionär die Seminarkonzepte und die Inhalte in den Häusern weiterzuentwickeln. Eine der spannendsten Ideen fand ich eigentlich diese professionelle Vernetzung innerhalb des genossenschaftlichen Verbundes, weil ich davon überzeugt bin, dass es höchstgradig erforderlich ist, dass wir einfach die Transparenz erhöhen über innovative Projekte und Themen, die gerade im Verbund laufen. Ich kann mich jetzt für eines nicht entscheiden, ich habe zwei. Das ist einmal das ADG Change Driver Program. Dort geht es darum, dass eine Organisation lernt, sich zu verändern. Das finde ich unheimlich wichtig. Und die ADG als Wissenseinrichtung kann dort unser richtiger Partner sein. Und natürlich das Thema strategische Personalentwicklung.
Personal ist das, was uns auszeichnet, auch im Wettbewerb. Und das muss entwickelt werden. Das tun wir. Ich weiß nicht, ob wir es immer strategisch tun. Alle 10 Konzeptideen waren hervorragend, denn sie sind ja verdichtet aus einer Vielzahl von Ideen. Mhm. Besonders gut gefallen hat mir das Thema, wir machen sie fit für die Zukunft, weil das aus meiner Sicht eine gute Klammer ist zu weiteren Projekten, die das integriert. Denn es gibt eine Innovationsmatrix, wir werden eingeschätzt, welche Innovationstyp sind wir. Wir bekommen eine konkrete Hilfe zu schauen, wie unsere derzeit die Belastung in Projekten ist und wie unsere Fähigkeit ist, die Zukunft ganz konkret mit Zielen zu verknüpfen, in die wir dann auch in die Erarbeitung die Kunden einbinden. Natürlich zum einen das Treffen mit Experten und die Vernetzung untereinander, aber zum anderen auch habe ich diesen Blue Ocean Prozess im Gesamten als einen sehr innovativen, offenen Prozess kennengelernt, von dem man bestimmt auch das ein oder andere in der eigenen Bank nutzen kann. Also der Nutzen für mich ist nochmal die Stärke und die Kraft zu erkennen, sich ganz konsequent mit der strategischen Ausrichtung auseinanderzusetzen, auch die Stärke, das arbeitsteilig zu machen und schlussendlich eine Vielzahl an Konzepten dann zu verdichten auf einige wenige, sodass dann die Kraft bei der Umsetzung wirklich konzentriert werden kann. Da wir uns innovativ neuen Konzeptansätzen gerne öffnen, habe ich heute einen tiefen Einblick bekommen in die Blue Ocean Methodik. Da geht es ja darum, innovativ neu zu denken, aber vor allen Dingen einen Ansatz zu finden, die Kunden mit zu integrieren, die Entwicklung ihrer eigenen Bank, denn unser Institut gehört unseren Mitgliedern. Und insofern hat es mir heute meinen eigenen Horizont ein Stück weit erweitert, den richtigen Ansatz zu finden, wie eben wir die Zukunft auch gestalten können. Ich durfte letztes Frühjahr beim ADG Think Tank dabei sein und ich sehe, dass heute einige Themen aufgearbeitet werden, die wir dort als Aufgabe der ADG mitgegeben haben. Die ADG ist veränderungsbereit und sie macht es zu unserem Nutzen. Das ist sehr schön.